Geiles Spiel, sehr, sehr geiles Spiel. Und die sagt so von sich selber aus, ja, man muss doch die Jugend von heute ein bisschen unterstützen. Das Geld, das Gehalt ist eh nicht so hoch im Hotel. Da kann man auch mal was Nettes da lassen. Das wäre sehr, sehr korrekt. Und das habe ich bei den älteren Leuten habe ich das so gemerkt, dass sie das auch wirklich oft machen, worüber man sich auch natürlich freut, ne? So, Pfeife ist alle, wir machen noch eine Pfeife. Das ist die vierte heute im Stream, by the way. Krass. So, wo waren wir stehen geblieben? Ehefrau, die was ist. Wie gesagt, die Älteren im Hotel waren wirklich sehr, sehr nett und alle sehr höflich. Ich habe keine schlechte Erfahrung mit Älteren gehabt im Hotel, so mit Omis, Opis. Die waren immer sehr, sehr lieb, sehr, sehr anständig. Nennt man das? Anständig, genau. Gönn dir mal einen Kurztrip. Ja, muss ich echt mal machen. Ich habe noch nie Urlaub gehabt. Ja. Also noch nie richtig so. Von mir selber. Als Kind war, glaube ich, mein letzter Urlaub, wo ich selber was mal gemacht habe. Aber das Best of One. Sommer wieder mit den Jungs. Ich würde echt gern mal wieder Urlaub machen, so mit Kollegen. Ja. Ab nach Amsterdam übers Wochenende. Meinst du, ein bisschen ein paar grüne Sachen da austesten oder was? Hattest du Leute, die rassistisch waren?
Nicht direkt, aber ich habe gemerkt, dass die schon ein bisschen komisch sind. Also die waren nicht direkt zu einem so rassistisch, aber man hat gemerkt, die sind ein bisschen anders zu dir als zu den anderen Kollegen. Wir hatten zum Beispiel jemanden, Alter, wie schnell 2-2. Wir hatten jemanden, der kam aus. Oh, wie hieß das nochmal? Palästina? Oder. Egal. Der war auf jeden Fall ein Flüchtling oder wie man das auch nennt. Der war bei uns im Hotel. Und man hat gemerkt, also der war auch wirklich. Man muss sagen, der hat ab und zu auch Scheiße gebaut, ne? Palästina ist richtig, okay. Der hat ab und zu auch Scheiße gebaut. Und er konnte halt nicht so krass Deutsch, so sagen wir es mal so. Und die Dame halt, oder die Oma, die mich auch immer so penibel angemacht hat, ist schon weiß nicht wie alt die ist, die ist schon sehr, sehr alt, ne? Und die kommt noch aus der Zeit mit von früher, ihr wisst schon. Und die hat immer bei ihm ganz besonders Auge gelegt, aber richtig heftig. Weil die hatte, glaube ich, ein Problem. Ich habe das gedacht, sie hat ein Problem mit Ausländern gehabt. Plus, wenn man nicht gut Deutsch sprechen kann, ist es nochmal ein bisschen schwerer. Und man hat gemerkt, er wurde oft angemeckert und so. Und auch viel hinterm Rücken geredet, ja. Man muss aber auch sagen, der Typ ist dumm. Also, der hat wirklich viel Scheiße gebaut, ja. Also, ich sag mal so, zu mir war der eigentlich voll nett. Ja, ich hatte nie ein Problem mit dem, aber der hat halt sehr, sehr, also wirklich. Ihr müsst euch vorstellen, wir sind im Housekeeping, wir machen Zimmer sauber, Gruppenabreise, alle Zimmer waren sauber zu machen. Was macht der? Der chillt einfach da. Wenn ich war zum Beispiel mit keiner, ich war fertig mit meinen Zimmern und er hat noch mit Handy gechillt, saß einfach auf Bett von Gästen. Und hat noch irgendwie 8 oder so Zimmer zu machen. Also der hat einfach keinen Bock gehabt zu arbeiten, sagen wir mal so. Und ja, dann hat er einfach zu meiner Arbeitskollegen, also mit der ich befreundet war, gesagt, der hat die, hier sag schon, der hat die geliebt, glaube ich. Doch, der hat die geliebt. Und dann war es so, dass die im Hotel war, also im Hotelzimmer. Und ja, also das Mädchen hat dann sauber gemacht und er kam dann zu ihr. Und hier auf Lady Stream. Sorry. Auf jeden Fall, das Mädchen hat dann sauber gemacht. Er kam einfach in das Zimmer rein. Dann wollte das Mädchen, dass er geht. Und der hat ihr einfach so am Arm gepackt, so einer, auf den ich muss mit dir reden, so, ne? Weil der war, ich glaube, der war halt krass verliebt in die. Und die mochte ihn halt übertrieben nicht, ne? Und deswegen hat er seinen Arbeitsplatz verloren, weil der auch die privat bei WhatsApp immer zugespammt hat und so. Also der hat sich echt vieles erlaubt, sagen wir es mal so. Ich könnte euch so viele Geschichten erzählen. Mein Hotel, ich glaube, mein Hotel war geistig gestört, ne? Wo ich gearbeitet habe. War zu krass. Heiß, 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 heiß. Belästigt. Tut mir leid, ich habe das verwechselt, genau. Er hat die belästigt, sagen wir es mal so, genau. Die hat mir dann WhatsApp-Chats gezeigt und so belästigt, genau, tut mir leid. Du bist doch bestimmt ins Zimmer reingegangen, wenn Gäste ein bisschen Spaß hatten. Safe. Einmal bin ich genau da mitten reingeplatzt, ne? Das war Silvester.
Ich bin Silvester der größte Hund gewesen, sage ich ganz ehrlich. Silvester, 8 Uhr morgens am nächsten Tag, ich gehe einfach in die Zimmer rein, weil ich war sauer, dass ich Silvester arbeiten musste. Und bin einfach in die Gästezimmer reingegangen. Ich habe geklopft, keine Antwort, ich gehe in ein Hotelzimmer rein, ich dachte, die sind weg. Einmal sehe ich noch so ein älterer Mann, hat gerade ein bisschen Spaß gehabt mit einer Dame. Er guckt mich an, ich gucke ihn an, wir fangen an zu lachen, dann bin ich wieder rausgegangen. Ah, wie heiß! Oh. Also ich habe so vieles erlebt dort, ne? Das ist krass. Sind wir im Halbfinale? Wir sind im Halbfinale. Hast du einen Puff gearbeitet? Das fragst du mal. Da bin ich abgehen. Der Kopf. Aber eigentlich. Oh oh, Levi, der wird dreht Spiel. Hat sich mein Gast beleidigt? Nee, Digga. Ich glaube, Digga. Man muss auch ein bisschen Anstand haben. Ja. Du musst dich doch selber, als ob. Stell dir mal vor, du wärst jetzt Gast, als ob du einfach jemanden so beleidigst, Digga. Man muss doch schon so ein bisschen Respekt gegenüber den anderen haben. Ja. So, professionell bleiben. Ich meine jetzt nicht ich selber, sondern die Gäste. Stell dir mal vor, Digga, du bist als Gast irgendwo im Hotel, beleidigst doch auch nicht einfach irgendeinen Mitarbeiter so. Man muss doch schon so ein bisschen Anstand haben. Ja. Oh, boah. Hatte so oft Lachflash, weil manche Gäste so besonders komisch sind. Ich musste auch oft lachen, ja. Aha! Umut! Umut! Umut ist da! Guarino against Lyrics in the other semifinal. Umsonst so, ich erzähle die ganze Zeit von meiner Ausbildungszeit. Ist euch irgendwas mal so passiert in der Ausbildung? Erzählt mal ein bisschen, wie es bei euch so war, wenn jemand schon eine Ausbildung hatte oder wenn jemand gerade dabei ist. Waren mal eine berühmte Person im Hotel. Weiß nicht, ob der berühmt ist, aber von 187, der Alex. LX, LX, keine Ahnung, wie der heißt. Ich kenne den nicht, ich höre nicht seine Mucke. Auf jeden Fall, der war mit so einer schwarzen Freundin da und hat einfach nur für eine Stunde das Hotel gemietet.
Die haben dort einfach nur gebufft und geballert, mehr nicht. Also die haben sich quasi ein Tageszimmer genommen. Dun dun. Cheyenne Garcia war bei uns. Das Ding ist, das ist auch nice. Weil mein Vater ist halt krass. Mein Vater arbeitet im Adlon. Durch ihn bin ich auch in diese Hotellerie gekommen. Ja, Adlon ist halt das 5-Sterne-Hotel am Brandenburger Tor, wo halt nur Promis und viele Leute, wenn die gut Geld haben, ne, der hat schon alle gesehen, ja. Von Obama bis was weiß ich, Digga, der hat. Also ich stelle mir das krass vor, einfach so Obama oder generell irgendwelche Personen, die man halt so kennt, zu sehen. Wäre ich jetzt nicht hier, wo ich jetzt bin mit Streamen, würde ich jetzt in dem Hotel, wo mein Vater auch ist, arbeiten. Also Hotellerie halt. Aber ein Glück nicht. Ein Glück hat es mit dem Stream geklappt, weil das macht mir einfach Spaß so, ja. Anstatt so, naja, Hotel nicht mehr. Während meiner Ausbildung hatte eine alte Ficker so das erste Mal richtig Sterben kennengelernt, den Kotor. Boah, ich stelle mir das krass vor, Digga. So dabei zuzusehen, wie Ältere halt sterben, plus was das mit deinem Kopf macht, ne, mit der Psyche. Ich könnte das nicht, ja. Mein Kollege hat auch im Altersheim gearbeitet und der hat mir so viele Sachen erzählt. Ich könnte das niemals allein von meinem Kopf her, ne? Auch Verdiensthotel nicht so geil. Naja, mein Vater arbeitet jetzt schon seit 10 Jahren in dem Hotel und verdient kein schlechtes Geld, ne? 5-Sterne-Hotel. Ist jetzt nicht verkehrt, ne? Aber trotzdem, ich verdiene lieber ein bisschen weniger mit dem, was mir aber auch Spaß macht, anstatt mehr, wo ich keinen Spaß habe, wo ich dann nur abgefuckt jeden Tag bin. Hast du für die Prüfung viel gelernt? Nee. Ich habe 2 Wochen, bevor die Prüfung angefangen hat, gelernt. Wir waren dann quasi beim Kollegen und haben dann zu fünft alles durchgegangen und dann kam die Prüfung irgendwann, aber ich habe davor nicht einmal gelernt. Nicht genauso. Die Liste im Rettungsdienst hab auch anders geschafft. Boah. Ich stelle mir das so krass vor, ja. Körperlich und geistig safe, Digga. Wenn man so eine gewisse Bindung mit in der Pflege mit jemandem aufbaut und am nächsten Tag du gehst ganz normal zur Arbeit und du bekommst die Nachricht, der ist nicht mehr da, man geht doch im Kopf geistig echt, man muss echt krass im Kopf sein, ja. Aber ich feiere diese Themen gerade zu reden darüber. Ne? Man hat die Leute schreiben rein, man redet über ältere Sachen. Feiere ich extrem, ja. Chat ist auch aktiv und nicht so am Schlafen. Obwohl es gleich 2 Uhr ist. Boah, Olivia.